Hallo. 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 What's up, boys? Was geht? In der letzten Folge haben wir es weitergeschafft, obwohl es gar nicht zu glauben schien. In der Zwischenzeit haben wir uns darauf geeinigt, dass wir aufhören sollten, so tief da mal reinzurennen. Das stimmt. Ach, hatten wir uns darauf geeinigt? Nein, nicht darauf geeinigt, aber Zombie meinte, ja, wahrscheinlich sollten wir damit aufhören. Und ich dachte mir, ja, das klingt ziemlich sinnvoll. Aber ich bin gierig. aber Mori hatte sowieso irgendwas erzählt, Nave, und du so, dann fangen wir jetzt an. Obwohl eigentlich was von dir wolltest. Nee, wollte ich nicht. Ich hab nur mich nochmal über die Schaufelsituation lustig gemacht. Ich war nicht da, Nave. Ich war nicht richtig da. Also bringt noch ein paar Taschenlampen rein. Okay. Der Eismann ist da und die Taschenlampe geht weg. Zombie hört jetzt die Musik und denkt sich so, oh shit, die Taschenlampe haben wir. Ich glaube, der ist schon drin. Ich glaube auch. Ich guck gleich mal auf den Monitor. Shit. Hallo? Wer macht denn die beiden Türen zu? Guys! Leute! Leute! So, und wir düsen dann mal los. Habe ich recht, Johnny? Ja, ich glaube, hier ist ein Abgrund. Ja, ich glaube auch. Da düsen wir lieber nicht runter. Ah! Und da sind ein paar Bienen. Und da sind meine Hausaufgaben. Ich mag, dass wir beide noch was hinzuzufügen hatten. Ja. Die stabile Brücke. Die kann nichts und niemand zum Einsturz bringen. Nichts. Und meine Hausaufgaben? Und niemand. Wenn du springst, ist es sogar sicherer anscheinend. Wenn du die unsichere Brücke langläufst und springst, dann bricht sie nicht ein. Na, ich bin vorhin gesprungen und sie ist eingebrochen. Aber anscheinend darf man sie nicht zu viel berühren. Da ist schon jemand fleißig, siehst du das? Ich frage mich, wer das ist. Glaubst du, es ist der ohne Taschenlampe? Ach, das ist bestimmt nicht Zombie. Na, wo ist er? Ach, da hinten ist der Eingang. Wait, wer ist das jetzt? Hallo? Weißt du, wir wollten losgehen, aber Nathan Fully waren vor uns hier. Ja, ich weiß auch nicht. Alles okay, wir finden jetzt nämlich... ein Fire Exit. Fühlst du dich mutig? Ich weiß doch auch nicht. Das ist für mich ein bisschen crazy. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wait, ich hab zwei Taschenlampen, ich Vollidiot. Achso, ja, du hast eine in der Hand, das dachte ich mir schon vorhin. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre meine eine, aber... Versuch naja. Einfach nicht zu sterben. Ich überlege da sowieso, habe ich recht. Warum ist hier aber nichts? Kann ich dadurch nicht länger jetzt wenigstens. So, ich bin im Serverraum. Warum liegt... Oh mein fucking Gott. Ich bin gerade so erschrocken. Crazy, was hier wieder los ist. Kann man... Okay. Yippie! Nein, nicht Yippie. Nein. Yippie! Nein, kein Yippie. Nicht mehr anmachen. Yippie. Nee, kein Yippie. Yippie! Nein. Hallo. Ich habe dich gefunden. Ja. Oh, schon wieder. Also ich habe bisher noch nichts gefunden, aber... Hallo! Hi! Du springst jetzt noch rein. Ich war knapp. Weißt du, wie es rausgeht? Ja, ich bin gerade erst reingekommen durch den Fire-Exit. Das ist der hier falsch, oder? Ist der falsch? Thomas Fire? Der ist safe, okay. Safe, okay. So, ich geh noch mal, warte hier, bitteschön. Ja, dann nimmst du auch noch mit. Kann ich mitnehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein okay, Gott. Okay, oh Mogi. Ich geh nicht mehr rein. Ich wollte gerade reingehen. Was ist denn ich bin reingegangen drin? Und der, wie nennt ihr den? Boomer? Wie heißt er? Ah, der Boogeyman. Der Boogeyman. Boogeyman, genau, der Boomerman. Der stand da direkt und hat mich angestarrt. Oh nein. Glaubt ihr, Johnny ist tot? Ja. Nein, ich glaube schon nicht. Ich habe eine Begegnung mit dem Yippie-Monster überlebt und ich bin sehr zufrieden mit mir. Oh Gott, das ist dann so wie... Ja, weißt du, wie das Yippie-Monster funktioniert? Nein, das bin ich. Nee. Nee, wie funktioniert das? Darf ich sagen oder soll ich nicht sagen? Na, sag, ich werde noch nicht die Logs nachlesen. Ja, ist ein Argument. die greifen man nur an, wenn man Gegenstände in der Hand hält, weil die haben wollen.
Oder wenn man Blutgoblins. Oder wenn man in ihr Nest geht. Die haben die haben auch ein Nest, wo die alles mal hintragen. Wenn man da was rausnimmt, dann greifen die auch an. Aber ansonsten sind die nett. Oh. Naja, es geht. Du darfst hier aber nicht in die reinlaufen und mit der Schaufel hauen oder so. Ich will die aber mit der Schaufel hauen. Wo ist Johnny eigentlich? Mal gucken. Ich denke, der ist tot. Der lebt noch. Der trägt gerade was über die Brücke. Der alte Holz-Johnny. Ich lock ihn mal her. Ihr könnt auch in 120 sehen, das Video von ihm. Gott, das klingt so sehr, als ob jemand schreien würde. Ja, es klingt sehr schrill. Na, wie dieses Stöhnen halt, ne? Es gibt sogar eine Mod, die extra das Stöhnen reinmacht. Stöhnen? Dieses Anime-Hentai-Stöhnen. Ah, nein. Fully weiß Bescheid. Johnny ist fast da, der hat einen Kasten in der Hand. Ja, Zombie ist gerade bei ihm. Talk ein bisschen. Das sind ein paar Bienen gerade hier reingekommen. Jetzt gehen wir mal zurück. So. Ja. Oh, ich höre den Wiesen. Hab ich's gehört? Hier drin sind wir sicher, oder? Ja. Vor Wiesen, ja. Ich höre sie in der Gegend. Oh, ein Kasten. Ja, bring den mal her. Entrance ist gezeigt. Warum? Dann bring ihn doch mal rein! Ja. Bier her. Oder ich mal um. Hab ihn gefunden. Jungs! Es ist nichts kaputt gegangen. Yeah, es ist da. Ich hab den Kasten! Oh Gott, hör auf. Warum? Das klang zu echt. Wait. Oh mein Gott. Das ist doch echt, oder nicht? Ja. Das war echt. Das war nicht diesmal. Ich hab's auf mein Soundboard. Dreckiger. Oh mein Gott. Müsste ich eigentlich drinnen öfter machen, ja? Ja. Stimmt, jetzt habe ich wieder eine leere Tasche. Maeve ist der süßeste Employee. Alter, was hatte ich denn alles? Und meine IP-Adresse wurde geleakt. Also das mit dem Faulsten nehme ich nicht mal mehr persönlich. Ich finde das einfach effizient an dem Punkt. Der Mod macht das, dass da steht, dass man cute ist, und mit der IP-Adresse. Die heißt Corona, die Mod. Bitte. Ah, okay, cool. Okay. Hätte man sicher denken können. Ja, fliegen wir weg oder was? Wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Oh, wir sind schon wieder da. Wir sind schon losgeflogen. Wir sind schon fast da. Wir sind schon fast da. Schon fast da bin. Ich lande jetzt wieder auf Marsch. Ich lande jetzt wir wieder sind auf schon Marsch. Da. Marsch? Für den guten Zombie und Moggyman. Ja, hoffentlich finden wir die mal. Aber was ultra rare. Ja. Hast du was gekauft? Oh mein Gott, du meinst ein Holo-Bild und eine Holo-Schrift? Eins in jedem 12. Booster-Pack? In jedem 12? So häufig? Da haben wir ein paar ultra rare Fans. Jedem 7. Ei. Nee, okay, dann nicht. Ist schon okay. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Schraube. Nö, ich find Rainbow Rares wichtiger. Was soll das denn jetzt? Ich bin vor dir da. Scheiße. Ja. Glaub ich. Hast du den Kasten auch vor mir geholt, Johnny? Oh mein Gott, hör doch auf! Vorsicht, ein Feuerhexe. Ja, hallo? Wem redest du? Habe ich dich bei Selbstgespräch gestört, Maeve? Ja, ich hab's sogar aus Schock einfach losgelassen. Gibt es mehrere Fake-Exits? Kann sein, es gibt auch mehrere Exits. Find's raus? Lieber nicht. Guck dir hier der Dampf her. Oh, ich glaub von Bulli. Hab die Tür zugemacht, soll sich Bulli mal selber drum kümmern. Hier das ist so die Hechtsuppe. Oh, Leute. Wie, du gehst zum Ausgang? Achso, deine Hände sind voll. Ja. Da unten ist nichts. Und, da oben ist ein Turret, passt auf. Ja, aber wo? Okay. Wo ist das hier? Ja, hinter der Tür. Also das ist noch ein Stück weit weg. Ich kann den Turret vom Terminal auch aufmachen, ne? Ja, man. Kann man? Ja. Oh, müssen wir heiß. Ja, ich bin gefragt. Das Turret war, glaube ich, hier drüben irgendwo, oder? Ja, das wäre mir auch nee, hinter der Tür. Plötzlich so.
Aber es könnte natürlich sein, dass das irgendwie hier verbunden ist. Nee, hier ist der Ausgang. Ah, hier ist es. Okay. So haben wir Fully verloren. Naja. Naja. Oh Gott. Wie kann er jedes Mal die Tröte finden? Hat es Fully diesmal? Ja. Gott, ich hasse die Tröte. Da wurde ich fast abgeknallt. Das war super gefährlich. Oh, noch ein Fire Exit. Teste mal. Wenn wir jetzt eine Schaufel hätten. Ja, dann könnte man den Brummen hören. Was? Okay. Was war das? Das war bestimmt nichts. Shit. Machen wir uns mal keine Gedanken darum. Na. Je weniger man drüber nachdenkt, desto mit weniger Angst stirbt man, ne? Also von da kamen wir. Ich habe Schritte. Das sind noch ein paar, wir sind hier auch unterwegs. Ich habe die Tür zugemacht, keine Sorge. Ich glaube, das ist sie über uns. Umdrehen. Ich weiß es nicht. Umdrehen, umdrehen. Da tragen wir mal ein paar Sachen zurück. Mann! Was eine schöne Ausbeute! Ich vertraue dem nicht so ganz. Ich habe nicht schon gesehen, wie das Bild gewackelt hat. Ja, ich dachte mir auch, oh Gott, warte mal, wo sind denn die anderen? Wir hören die auch gar nicht. Schauen wir mal nach, wenn wir im Raumschiff sind, sofern wir es finden. Ja, da drüben ist es, direkt vor uns. Nee. Doch. Doch, wir warum wird es mir bei mit Rätsel nicht angezeigt? Jetzt erst. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es neblig ist. Ich habe auch schon das Geländer gesehen, aber... Ich dachte, es wäre irgendwas, das weiter oben ist, was ich da gesehen habe. Achso. Immerhin haben wir eine dicke Ausbeute. Johnny ist noch... Oh ne, sind noch alle... Maeve? Alle am Leben? Oh, Zombie gerade. Glaubst du, er ist tot? Oder glaubst du, er versteckt sich? Da war nämlich gerade ein Gegner. Ich habe keine... Oh, warte mal. Der Gegner... Ich glaube, Zombie ist tot. Das sind wir. Oh ja. Das bist du. Ich wollte gerade sagen, bewegen sich auch nicht mehr. 69. Na. Was heißt das eigentlich? Ich bin froh, dass du fragst, Molly. Das Gegner geht nicht ran, Mate. Ich glaube, Zombie ist tot. Ja. Nee, komm, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier. Ich warte auf die beiden. Ich glaube, wenn wir. Ich habe da drin halt nicht so viel gesehen. Es war zu gefährlich. Ja, und wenn wir normal reingehen, können wir denen irgendwie helfen? Dass wir alle sterben, ne? So einen Schabernack machen? Man kann irgendwelche Dinge schaffen, die wir meinte Johnny. Kennst du dich damit aus, als wie man Computer verwendet? Ich schau mal nach Bestiary. Okay. Ah, da läuft jemand zum Fire Exit. Die trauen dem Fire Exit. Ich weiß nicht, welcher. Was ist davon, ehrlich gesagt? Ist das so ein bisschen das Problem? Snare, Fleece, Info. Oh, da ist ein kleines Bild. Okay, das sind die von der Decke. Gefahrenlevel 30%. Oh, die haben den Mogiman gefunden. Oh, haben sie? Dann gehe ich weg vom Computer. Ja, Johnny trägt deine da. Oh, mächtig. Pass auf, wenn er sich bewegt. Oh, sie haben den Fire Exit. Ja, jetzt ist Johnny allein, siehst du? Ach, du Scheiße. Ja, weißt du was, vielleicht... Vielleicht war es gut, dass wir hier... Ich würde dann sicher sagen, vielleicht sollte jemand... Haben wir Geld, das wir verlieren können, wenn jemand zurückschaut? Ich weiß halt auch echt nicht, wo er ist. Wir waren da überhaupt nicht, weil er gerade unterwegs ist. Also wir haben ja super viel Schrott hier dabei. Warte mal, wie viel haben wir insgesamt? Ja, wenn einer hier bleibt, ist an sich okay. Aber ich weiß halt auch nicht, wo er ist. Ich auch nicht. Er ist halt so weit reingegangen. Ich kann auch von der Karte nicht... Ich kann von der Karte auch nicht bestimmen, wo er noch lang muss. Aber... Er ist an einem Bahnhof. Dann versteht er ja... Das ist auch so viel, wie er versteht gerade.
Er hat bestimmt noch nicht zugehört. Johnny, hörst du uns? Johnny, wenn du uns hörst, rede mit uns. Hm. Hat er das Keksblech weggelegt? Kann nichts hören. Hat er? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es. Was zur Hölle, Johnny? Weil nimmt das Licht mit. Johnny? Ah. Smart. Nee, schau, wie langsam der ist. Ja, deswegen, es war sarkastisch gemeint. Weißt du, wo der Ausgang ist? Nee. Meinst du mich oder Johnny? Johnny. Aber die Antwort ist nein. Deswegen gehe ich in dritten Person über ihn. Oh, warte. Warte, Yippie. Lauf vor dem Yippie weg, Johnny. Yippie! Nee. So nicht. Nicht? Okay. Nein! Ach, Jonathan. Ja gut, düsen wir ab, ha? Let's jo. Go. Er wollte zu viel. Einfach zu gierig. Er wollte zu viel. Er wollte den Kern mitnehmen. Er wollte den Kern, den wollte er gern. Doch dann ist er gestorben. Ja, und wird sich gerade darüber beschweren. Ja. Nun ist er weit und fern. Ey, ja. Thomas, du brauchst Snacks und ich habe am meisten Spaß gehabt. Das stimmt. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Gute Arbeit aber. Naja. Ich meine, wir haben nicht viel zurückgebracht, aber ein bisschen. Bisschen was haben wir. Wir haben die Quote. Ich bin so 2 Minuten vor so einem rennenden Gegner weggerannt und habe einfach nicht den Ausgang gefunden. Oh, da laufen viele auch noch entgegen, denn, ne? Ja, der Ausgang ist. Der war wieder so unauffindbar und wir meinten noch, lass nicht zu tief reingehen. Ja, wir haben auch überlegt, ob einer, oder ich habe überlegt, ob ich vielleicht nochmal zu dir schauen will. Dann dachte ich mir auch, ich habe keine Ahnung, wo Johnny ist. Er ist viel zu tief drin. Ja, ich war so weit weg. Aber wir hatten zum zweiten Mal den Pilz gefunden. Irgendwann kriegen wir den raus. Das haben wir gesehen, aber... Haben wir gesehen. Maybe, ich werde dieses Bild nicht aus dem Kopf bekommen, wie du dich von mir verabschiedest. Wir haben immer das Bild beobachtet. Nahtlos aufgefuttert wirst. Gott, er wurde so brutal vertilgt. Ich bin diesen Jumpscare gestorben und so mit der so, hallo. 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 Ich frage mich, wer... Das frage ich mich auch, Fully, das frage ich mich auch. Was hat dieser Feldmave eigentlich zu mir gesagt? Alter, klingt das nur für mich wie so ein Stöhnen? Nein, das denken wir alle, du. Das ist jetzt sogar ein Mod, der das mit einem Stöhnen austauscht. Ja, genau. Geilo! Geilo, Schmeino! Oha, genau das meine ich. Keine Tode, die Runde. Keine Tode. Also Fully und ich sind vorbildliche Mitspieler. Ja, richtig. Gehen wir Fire-Exit? Ja, ich gehe Fire-Exit. Ja. Ich auch. Brandsicherheit liegt mir am Herzen. Mir auch. Ich stehe gar nicht drauf zu verbrennen. Ja, mir geht's da ganz ähnlich. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Wir wollen keinen Feuertod sterben. Okay. Oha. Der echte Feuer-Exit ist direkt hier. Oh, Johnny ist mit dabei? Nee. Ich glaub, doch, Johnny ist dabei. Ach, Johnny ist da, ach so. Yo! Und der explodiert einfach, wenn Kiel mitlebe. Ja, was? Was hab ich da gerade gehört? Ich hab mich gefunden. Leute, der Main Entrance ist aufgeregt. Yo! Yo! Ich will auch mal aufheben. Wieso ist der so schwer? Ja, er hat halt einen Dumpy. Okay, süß, wenn man den nimmt, dann macht er so. Ich kannte die auch selber nicht, die sind super. Macht das doch ein anderes, macht das hier nach Untergrund ein anderes Geräusch? Das sind doch Sounds. Nee. Das sind doch Sounds aus dem Schade. Ne? Beach Ente und. Kann gut sein, ja? Nein. Achso, hier war er. Und das Wichtigste, er ist 82 wert und nimmt nur einen Slot weg. Ja. Hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Das Airhorn war, glaube ich, auch viel wert. Hier oben waren wir noch nicht, hat er noch kommentiert? Jo. Also, ich glaube, ich war oben. Ich bin da, ich. Da habe ich die Jungs gefunden. Ja. Waren ich bin mit Uli und Morgi hergekommen.
Hier gibt's doch bestimmt noch was. Oh, hier ist safe was. Das haben wir nicht gefunden, ha? Huh? Ja, ein Trottel. Serverraum hier. Ich dachte, da wäre was. Ja, hier ist irgendwie nie was in diesem Raum. Das ist nicht wahr. Manchmal ist hier was, aber du hast irgendwie einen Punkt. Warte mal, hallo, Mogi, ich hab ein Lenkrad. Schau mich an. Oh, du hast wirklich... Fahre. Wie hab ich das übersehen? Ich drücke doch die ganze Zeit Rechtsklick. Weiß ich nicht. Aber ich fahre. Ach ja, Rechtsklick. Das gibt Sinn. Jetzt hast du auch vergessen, dass Rechtsklick existiert im Spiel? Ja! Nein, ich mach das immer, um das Schiff zu suchen. Aber nicht, um Schätze zu suchen. Oh, das solltest du dringend machen. Ja, guter Punkt. Wir hatten nämlich vorhin auch schon zwei Sachen, die aus irgendwelchen Gründen in der Wand drin waren. Kamen wir aus dem dunklen oder hellen Bereich? Was? Nee, okay, wir kamen. Oder nichts. Ja, dann könnten wir zum hellen Bereich gehen. Da war ja was ausgeleuchtet mit Geländer. Auf der anderen Seite. Ja, geh vor, wenn du weißt, wo du hin willst. Ich hab nämlich keine Ahnung. Okay. Ich meine. Ah, nee, das ist einfach nur. Waren wir hier oben? Hallo. Ja, wir waren hier oben, ne? Ja, okay. Hallo. Hi. Hallo. Ah. Dann ist da scheinbar einfach gar nichts. Ja. Mann. Es fühlt sich so eine Situation, wenn man jetzt noch weiter reingeht, dann werden wir irgendwann nur sterben. Ich hab zwar nicht viel dabei, aber wir haben genug dabei. Es muss ja, ich hab gar überlegen. Nichts dabei bisher. Ich würde gerne etwas finden. Habe ich ein Yippie gehört? Ich hoffe es. Ja. Du warst das, oder? Nö, nee, aber ich kann. Yippie! Yippie! Fire Exit! Ah ja, das ist unser Fire Exit, das ist der legitte. Okay, oh, fühle ich mich direkt wie zu Hause. Hier waren schon überall Leute. Oh, dann ist man wieder verlaufen. Dann können wir auch rausgehen, oder? Ich will noch eine Sache. Bahnhof. Ich will auch insgesamt eine Sache mal finden, aber... Oh! Nee, ich hab nichts. Nevermind. Oh, hier ist nichts! rüberspringen? Nö. Nee. Dann ist man immer so ein bisschen in der Aber hier will ich rüberspringen. Ne? Wenn ich tot bin, denk an mich. Verschlossen! Du lebst noch. Mann, dann komm zurück. Ja, okay. Okay. Oh, hast du geschafft? Gut. Stark. Starke Leistung. Fire Exit! Test fake. Lässt man mir immer. Wendlet! Hallo? Ja doch. Okay. Was, warum sehe ich gerade nichts mit Rechtsklick? Seid ihr echt? Hi Jungs! Vorsicht, Mine! Vorsicht! Mogi? Ja? Schau! Das gefällt mir nicht, wie du schaust, lass mich durch! Wir haben... Wieso klingeln wir jetzt? Wir haben hier den Kern und ja... Ich hab nichts dabei! Fully, komm, wir gehen drauf! Dann geh ich doch den Kern holen! Kernig hier! Meine Hände sind voll! Jetzt hatte ich meine Taschenlampe nicht noch. Oh, ich hatte sie ganz gut an. Wow. Wo bist du denn? Ja, ich bin unterwegs, bin nur falsch abgebogen. Okay. Lauf nicht in die Mine. Ich glaube, ich bin in den. Hast du denn noch eine gewisse Vorstellung? Ah, weil ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich bin immer in den Brunnen, da müssen wir doch da. Okay. Und falls du jemals auf eine Mine läufst und du nicht direkt stirbst, dann bleib drauf stehen. Dann kann man dich versuchen noch retten. Oder man kann einfach mal Gegenstände mitnehmen. Okay, das ist der falsche Fire Exit. Das ist fake, das wissen wir. Ach, das wisst ihr? Ja. Wir kamen durch Fire Exit rein, wir sind die Brandsicherheitsjungs. Kein Feuer während meiner Schicht. Die Schraube wurde zurückgebracht. Ist nichts. Warum ist hier. Wo bin ich hier überhaupt? Okay, sind nicht so weit weg, ich höre sie noch. Ah, hier. Mogi? Okay. Ja? Da ist eine Spinne direkt am Ausgang. Ja, beim Bahnhof. Wir müssen mal da ja vorbei. Wir kamen da ja her. Wo ist die Spinne? Ich hab einen Schlüssel, warte mal, ich kann hier noch. Oh, das ist ja, stark, Nave. Ja. Oh nein.
Nice. Also wenn du in die Richtung jetzt weitergehst, war ich hier eine Spinne, aber vielleicht ist es nicht. Aber ich hab hier Sicht. Ich hab keine Angst. Wir sollten vorsichtig bleiben. In den Abgrund rein irgendwie. Das ist ein Spinnennetz, darunter. Die ist weg. Hier war irgendwo eine Mine. Irgendwo ist noch eine Mine. Die Spinne ist weg. Wellblech! Melf ist hinter uns. Ich hab noch Platz. Hab's dabei. Hier ist falsch. Da vorne geht's nicht weiter. Ich glaube, wir waren auf der anderen Seite. Ja, wir müssen rüber. Geht gedruckt am Spinnennetz vielleicht vorbei. Keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, aber. Ja. Genau. Was war das für ein Geräusch? Das war nichts. Einfach laufen. Okay. Nee, hier war das aber nicht. Hier oder? Sollten wir irgendwann den Ausgang finden. Hier sind wir auf jeden Fall nicht in den Bahnhof rein. Ja, wir müssen rechts gehen. Ich weiß nicht mehr, wo genau wir gekommen sind, aber. Okay, ich glaube, ich weiß es jetzt wieder. Ich weiß es jetzt wieder. Boggy macht das schon. Hi ho, hi ho. Wir sind völlig irgendwo. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Oh. Johnny meint, er weiß, wo es entlang geht. Also, ich meine, warte. Okay. Hier war der. Nee, aber sind Melf und ich hier rein zum Bahnhof? Wir hatten ja die Tür dafür aufgemacht, genau. Und die hier. Weiter hinten, hier, ja, das sind die nicht. Hier hinten kam ihr her. Scheiße, wo seid ihr? Hier? Folge dem Leuchten. Da drüben. Hallo? Hier sind wir reingekommen, genau. Dann war da drüben die Tür mit der Sackgasse. Ja, wir kommen in die Richtung. Hier. Fire Exit! Oh mein Gott, was? Der Fire Exit. Oh, der geht. Was? Let's go! Oh, Zombie, wo kommst du denn? Holy shit, wir haben uns gerettet. Mit seiner, ich bin nochmal reingegangen. Mit seiner engelsgleichen Stimme hat er uns rausgelotst. Ach so! Ich hab gesehen, wie ihr zu viert als so Entchenpaar hier rumwartet. Der macht jetzt eine Abkürzung. Ja. Ich hab keine Angst zu sterben. Lass uns jetzt nicht. Achtung, es ist spät, es können auch Monster draußen sein, ne? Ja. Keine Sorge, ich mach mir keine Sorgen, ich leuchte ja nur. Oh, wir haben okay. So eine Ausbeute, wenn wir das schaffen. Die Monster merken dich nicht, Morgi, du leuchtest bloß. Das Problem ist, ich muss Morgi folgen, sonst sehe ich nichts. Und immer schön reden, das ist das Wichtigste. Wir sind doch schon da. Ist hier nichts mehr. Sag doch sowas nicht. Ich liebe es zu Jinx. Ich bin schon so oft die gefressen worden, obwohl ich schon da bin. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, ich hab mich von diesen Zombies so erschrocken. Oh Gott. Ich bin Hunger. Ein Wurm. War schon einiges. Wenn wir sehen wollen, wie jemand gefressen wird, können wir mal gucken. Jo. Okay, ich zeig euch den Wurm. Geschafft. Kommt einfach aus dem Schiff raus, okay? Ich hol ihn. Der Wurm hat mich schon mal gefressen. Ja, aber es sieht cool aus. Wo ist er? Das wird so cool. Ich höre ihn? Okay, tschüss, Leute. Oh, der ist riesig. Alter. Er ist ein riesiger Wurm. Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Danke, Zombie. Aber dankeschön. Richtiger Actionheld. Ich salutiere. Ach du Scheiße. Aus Respekt. Salutieren, wo geht das? Acht. Acht. Acht in den Chat, bitte. O7. Stark. Maeve, der so Faule. Pulli cool wieder mit den Snacks. Verletzung. Moggy mag keinen Rauch. Was für Snacks hab ich gegessen? Ja, was für Snacks hab ich gegessen? Die Karriereleiter wieder rauf. Den Keks hat schon geklaut. Oh, wir haben so viel jetzt Geld machen wir hier. Aber Reibach. 851? Sehe ich das? Nee. Jetzt. Was? Jetzt ja, ein doch. Doch. Oh, ein Lenkrad. Was zum Teufel? Wie konnten wir Company. So viel eigentlich schaffen? Das war stark. Das war so gut. Das war lächerlich gut. Du musst den Bossi nicht fallen lassen. Ich würde fragen, ob du hast deinen Spaß, aber ich glaube, die Antwort ist ja. Ja. den verkaufe ich nicht. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich hab vorhin sogar schon gesagt. Nein, du bist nicht raus. Er ist jetzt nicht mit dem ganzen Zeug runtergesprungen. Mein Gott, ist so. Oh mein Gott.
Danke, Moggy. Und das kann ich jetzt nicht verkaufen. Das wäre so eine Johnny-Aktion gewesen. Das wäre eigentlich wirklich eine Johnny-Aktion gewesen. Hörst du das, Moggy? Also, wenn ich auf den Bildschirm gucke, ich sehe nur, ich sehe nicht so viel. Ich habe ja Moggy verloren. Ja, ach komm. Ja, ja, auf der Kamera sieht man doch. Ach komm. Er dachte, wir sind schon da. Hat er die Hände vollgepackt? Hat er. Ich war komplett vollgepackt, ja. Jordi. Oh, scheiße! Mein Gott, dieser Zaun! Die Tröte. Mag den Zaun nicht. Gib mal die Tröte. Gib mal die Tröte. Ja. Schnauze, Alex. Das ist nicht dabei zu sehen. Was, Jordi? Ja, das verzerrt die so. Was? Wirklich? Ja, die verzerrt. Ja. Warum? Ja, war nicht, war jetzt nicht meine beste Runde hier soweit. Oh, muss ich gestehen. Vorsicht! Ich denke, ich habe mich davor ganz gut geschlagen, aber diesmal? Na, nicht so sehr. So, das war's. So sehr. So, das war's. Nee, hier ist ein Key. Was sag ich, als Ausrede, wenn ich wieder zurück bin? Oh mein Gott, wie viel hat Mogi verloren? Das war echt nicht so viel Geld, wie ich dachte. Mogi? Ey, Johnny? Oh doch, warte, wir werden das Zeug verkaufen. Mogi, Johnny, mach mal mit. Oh. Was hat euch das Schiff getan? Nein, das war sinnbildlich für Mogi. Achso. Ja. Hey, warum verkaufst du das nicht? Hast du etwa einen persönlichen Wert da dran? Ja. Pack mal den Schrank. Alter, macht das im Schrank auch den Sound? Ja, ja. Ja, wenn du reinlegst, macht das auch. Oh, stark. Ich, wenn mein Mitbewohner schläft und ich noch in der Küche bin. Scheiße! Ja, darf ich dann chillen? Und ich kann den dann hier irgendwo hinlegen. Ja, ich dir jetzt mal das hinstelle, während du dran bist. Das Problem ist, ich würde gerne einen Mond anfliegen, der Geld kostet. Aber wir kriegen wegen Moggy 20% Strafe. Ja, oder? Aber wir haben so viel bekommen. Oh, süß, jetzt sitzt er hier am Pult. Ja, passt auf. Dann starten wir. Ist eigentlich ein Schneemann? Nee, nee, Mann. Ich habe einfach mal so ein Kreis gemalt und ein Gesicht drauf und dann war's der. Ja, aber hat so einen gewissen Schneeball-Look, wenn man den 3D hat. Das stimmt, ja. So eine kleine Mini-Möhre aus diesem... Bitte nicht an der Wand. Ja. Hätten wir nicht Walkie-Talkies und sowas kaufen können? Können wir doch. Wir gucken erstmal, wird zu dunkel gerade. Hab den Lichtschalter versteckt. Ja, 140 Geld verloren. Wer ihn findet, darf wieder sehen. Willst du so Taschen haben? Was? Taschen haben? Ich kann nicht reden. Stark. Ich wurde gefunden. Hey, Mogi. Nein, ich bin gar nicht da. Naja, war. Scheint, dass ich reich bin, Planet. Naja, kann man nichts machen. Ich bin so froh, dass ich nicht du bin. Ist das. Oh mein Gott. Mogi, guck dir das Vorschaubild an. Was? Kann man da hin? Ja, dann landen wir ja gleich. Das ist das Vorschaubild. Oh. Mach 60. Dann nehme ich mal eine schlechte Taschenlampe mit. Videospiele kenne ich. Nee, warte, die gibt es hier normal. Ich spring da mal ab. Ich mach ein BLJ. Oh Gott, können wir. Ich muss noch kurz warten. Ich such mal den Fire Exit. Da unten liegen Bienen. Jetzt unten, oder? Nein, ich will genau nicht zu Johnny hin. Gehen wir rein? Ja. Das ist bestimmt der Fire Exit, da unten die Tür. Zu 100%. Oh Gott, einfach nur weg von ihm. Oh! Ja. Wir sind gruseliger hier als erwartet. Das ist das Innere bei den Schneeplaneten. Ach, Schlüssel! Also, wenn wir jetzt eine Bowser-Tür haben, dann kann ich die jetzt öffnen. Hey, Moggy! Oh ja, Gott. Schön. Oh Gott, jetzt. Was? Okay, ich bin ruhig. Ein Mädchen als Geist. Die schleicht hier oben, da oben. Mädchen als Geist? Ich jetzt sie weg.
Oh, ein Blech, die Gemälde. Glocke! Kann es sein, dass Mel eigentlich Walkie-Talkies für uns hat? Das kann gut sein. Ich glaube. Ah, das ist super cool hier. Boah, ich hab den Geist. Oh Gott, das ist schon wieder! Was ist los? Das bin nur ich. Mach dir auch keine Sorgen. Ja, was? Nein. Was? Okay, das ist so seltsam, als ob ihr die nicht seht manchmal. Wirklich? Leg das vielleicht am Bild, das du in der Hand hast? Ist das verflucht? Nein. Sicher? Aber hier war an der Treppe ein Geistermädchen. Du bist einfach an der vorbeigelaufen und dann war die weg, als ich wieder hingeschaut habe. Sag mal, ich glaube, wir haben ihn verloren, oder? Ich weiß nicht, wie gut habe ich die Maske sieht. Nicht schon wieder da unten! Wo denn? An der Treppe! Da ist niemand, Fully. Nein, da ist sie wirklich! Jetzt ist sie weg. Ich geh raus, leck mich. Naja, okay. War echt gefährlich hier in dem Raum. Naja. Abwechslung. Oh, hier ist abgesperrt. Hast du einen Schlüssel? Ich hab einen, ja! Jetzt bin mal aufgesperrt! Oh. Da ist der! Die Spinne ist weg. Das ist ehrlich gesagt. Ein Mord gesehen. Ja, oh. Von ihm. Oh nein. Flieh! Ich hab ihn erst zu spät gesehen, okay? Also. Oh Gott, was? Hast du jemanden gesehen, der über einen Geist geredet hat? Ja, Fully. Ja, ich glaube, er ist tot. Au! Fully, was ist passiert? Ja, hat sich der Geist geholt? Nee, Fully wurde geköpft! Hast du es gesehen, Bocky? Nee, ich bin doch. Was? Was ist passiert, Fully? Fully wurde geköpft! Ich wurde von einem Geistermädchen verfolgt. Ja, ich glaube, sie kam von dem Bild, oder? Ich habe das Porträt davon noch nie gesehen. Nein, ich habe das Bild ja erst später von Zombie bekommen. Oh. Ich wurde vom Boogeyman gekillt. Okay. Ja, bei mir. Nein. Ja, wir haben Ruhe gelassen, scheinbar. Wir haben schon hier hingelegt. Hier nehmen wir uns. Ja, den nehmen wir mit. Ja, ich glaube, wir können gehen. Wir haben ein bisschen Geld rausgeholt. Ach, das war wir haben gut. Einiges, doch. Ach, dann. Ja, Moggy. Oder guck mal. Der Boogeyman hat. Da liegt halt noch Loot von Moggy, wenn ihr den holen wollt. Aber eine starke Glocke, die ist bestimmt 20 wert. Ja. Ich riskiere es nochmal zu sterben. Das ist meine Aufgabe in diesem Spiel. Das ist wirklich seine Aufgabe in diesem Spiel. Oh fuck, ich weiß aber nicht, wo Moggy liegt. Ich kann es nur erahnen. Oh Gott. Pass auf. Warum ist es so arschdunkel? Ich hoffe, er sieht das Geistermädchen. Nein, ich geh doch nicht rein. Ich geh da nicht rein. Da war instant ein Spinnennetz. Ja, was vergibst du, wo man Ruhe gesagt hat? Johnny, warum rennst du weiter? Bist du... Ich liebe es. Maeve sagt Ruhe und der Johnny ich rennt weiß. Weiter. Ja, ich weiß. Ruhe, ich weiß nicht, dass er das meinte. Ja. Ich hab's zu spät verstanden, nur nach 5 Sekunden, als ich ihn gesehen hab, dachte ich auch, oh fuck. Ich hab gestartet. Sorry, komm, was ist los? Ja, ich hab's gesehen, vom Hund gegessen. So ein sinnloser Tod schon wieder von mir. Oh, ich hab's weiterschlafen. Da war kein Geist zu sehen, Fully. Hast du Walkie-Talkies geholt oder nur wieder 100 Taschen? Ja, alle habt sich gesehen. Ich hab's aufgenommen, Gott sei Dank. Okay, cool. Maeve ist der goofy Scuba. Das hat 450 gekostet. Wir hätten einfach fahren sollen. Got a real bad headache. Was für... Ja, das ist cool. Ich war halt einfach wieder nicht, ich konnte wieder nicht ruhig sein. Das ist mein Main-Problem. So, wir einigen uns darauf, dass Fully sich den Geist eingebildet hat, oder? Ja. Nein! Ja, klar, ich hab's keinen Geist. Es gibt keinen Geist und du bist freiwillig gestorben. Ja, ich hab mich einfach selbst geköpft. Hast du Fully sterben sehen? Beim Zusehen war das. Nee, leider nicht. Immer. Ah, okay. Ich hab euch zugeschaut. Ach, Fully hat nicht aufgenommen. Ich dort euch nimmer. Rainy, ist das zu riskant? Dann nee, Rainy ist in Ordnung. Rainy ist in Ordnung. Dann lass noch mal Castle an, wenn wir schon bezahlt haben. Einfach auf den Hebel drauf. Hallo? Schützen wir den aus, damit können wir nicht. Es wird aber ein bisschen regnen hier. Ist das eine Dose? Das ist eine Bohnendose. Bohnen. Boah, ich hab ein bisschen Hunger eigentlich. Also wenn du eine Bohne willst, dann nimm dir eine raus. Aber nicht mehr, die müssen wir noch verkaufen. Dann jedes Böhnchen. Aber jedes Böhnchen ein Tönchen nach Maeve, oh, verdammt. Aber wir sind wieder hier. Scheiße. Da. Sie war es gar nicht mal von 60.
Wir haben für den Planeten bezahlt, deswegen müssen wir hier dreimal landen. Oh, man muss ja dreimal landen dann? Ja, man kann halt schon wegfliegen, aber weißt du, man zahlt 450, um hier zu landen. Dann sollte man ja auch das Geld mitnehmen wieder. Soldat, oh. Ah, das ist jetzt sind da eher andere Sachen als beim letzten Mal, oder? Ich sehe immer noch das Gebäude, aber oben ist ein Soldat. Ja, hier unten klingt super. Oh, hier ist ein bisschen Zeug. Dosen! Ich hab gehört, du hast Hunger. Ich hab auch eine. Muss ich dich vor der Mine warnen? Nee. Nee. Den wollte ich mit dem. Ist schon okay. Kannst du ihn? Ja, du kannst ihn lösen, bitte. Ja, danke. Ich weiß nicht, wie man ihn löst. Hier unten ist sonst nicht mehr und oben ist der Nussknacker. Er ist nicht mehr oben. Er ist hier unten. Es sind gerade an dir vorbeigegangen. Oh mein Gott. Okay, mach ihn aber zu, dann können wir hochgehen. Ja, ich bring mal das Zeug raus. Ha! Herr Jemine! Wo ist denn der Fire Exit? Weißt du was? Nee, pass mal auf. Ich bring direkt mal ein paar Sachen weg. Finde ich gut. Oh Gott, ich dachte kurz, du wärst tot und hast mit mir geredet. Ich dachte, das Geistermädchen ist hinter mir her. Das gibt's gar nicht. Weißt du, wo hier der Fire Exit ist? Ja, den Haupteingang will ich nicht reingehen. Nee, tatsächlich nicht, aber wir können mal gucken. Vorhin wollte ich in den Haupteingang reingehen und ist direkt der Nussknack auf mich losgegangen. Ich hab dreimal Bohnen hier, lecker. Oh, stark. Können wir einen Bohnensalat machen. Du kennst dich doch aus mit Mario 64, du wirst doch wissen, wo der Geheimgang sein wird. Ah, ich meine hier unten. Ja, wo das Level war, vielleicht das Gitter? Und dann schießt er. Aber vielleicht einmal die Tür. Aber muss ich leise sein oder irgendwas? Oder? Da unten kann man eigentlich sonst rauskommen. Da liegt irgendwas. Ja, das Wasser ja abgelassen. Das ist eine Lampe! Fancy Lamp, oder? 127 ist die wert, ich bring die direkt zurück. Die ist wertvoll. Ich guck mal rein und sterbe. Okay. Ich hol deine Leiche dann ab. So, wir haben eine gute alte Lampe hier dabei. Dann bringen wir. Das ist wirklich ein weiter Lampe. Rückweg hier. Den nehmt ihr einfach mit. Ich läuf hier gerade weg, die Lampe. Der darüber hoppelt. Die ist 127 wert, warum sollte ich die nicht mitnehmen? Hä? Was? Du sollst die mitnehmen. So, was Gefährliches? Das ist beim Haupteingang immer noch da. Da sind zwei Soldaten im Haupteingang und ein Boogeyman. Achso, Haupteingang, sie gehen wir unten rein. Ja, ich glaube, ich bleib raus. Zwei Soldaten und ein. Ich bring die Lampe zurück und dann kann auch nichts schief gehen. Ich hab genug Bohnen gesammelt. Ja, eben. Wir haben zwei von den Fancy Lamps. Stark. Stark. So, stark. Niemand will mehr erkunden? Willst du mal rein? Irgendwer ist erkunden. Also ich schreibe mal genau einen Fire Exit. Ja, guck, da ist jemand erkunden. Schauen wir mal, wie lange er also noch lebt. Also ich würde mitkommen, ich habe noch gar nichts Ja, ich war im Fire Exit auch noch nicht. Ich dachte nochmal schnell die Taschenlampe auf, ich bräuchte aber. Pass auf, nicht, dass das Geistermädchen kommt. Es existiert nicht, Fully. Doch. Nein, da ist Wasser. Mogi, das Wasser. Das bist du nicht aus Zucker. Oh, warte, da steigt Wasser an. Nee, geht da nicht rein. Da kommen wir nicht mehr raus, wenn da Wasser steht. Ist da schon Wasser unten? Ja, da unten rechts ist schon Wasser. Nein. Oder? Das sieht doch so aus, da beim Schatten, oder? Nein, ist nix. Okay. Jetzt alles trocken, Jungs. Und ist hier Wasser nicht? Nee. Hund! Da war ein Hund drauf. Das ist voll nicht mehr. Flieg! Hatte dann keinen Bock rein. Naja, gut. Aber es hätte ich wahrscheinlich auch gut. Ja. Oh, ich habe mich mutig gefühlt und das ist schief. Oh. Die Sau, Alter. Ich meine, hätten wir jetzt ein paar. Ich überlegt, ist gut gelaufen, Babes. Ich habe einen runtergeschrien
Ja, bin weg. Ich wollte noch weitergehen, weil ich mich mutig gefühlt habe, aber das war wohl ein Fehler. Gemacht, hat er mich innerhalb von einer Sekunde. Ich dachte, ich kann noch rennen, aber ich habe wohl so schnell. Ich wollte mich das ist ja das Ding. Ich bin reingegangen, da wollte ich rausgehen und sagen, hey, da ist ein Nussknacker. Und dann kam der Hund und hat mich erschreckt. Achso, ja, die sind beide erschossen worden. Okay, Captain. Ja, gut. Aber wir haben halt trotzdem ziemlich viel rausgeholt, diese Runde, muss man sagen. Allein die Lampe war 127 wert. Ja, das sind diese High. Gute Arbeiten. Das sind so diese High. Viel so finde ich immer am faulsten. Hasn't caught their mother in a while, hey. Oh, wait, nee, ich glaube, das ist bei mir verbuggt. Ich glaube, bei mir steht irgendwie gerade immer dasselbe. Hallo! Du bist einfach faul. Hi. Ja, aber das stand auch noch, dass wir in der letzten Runde uns. Ich wollte euch warnen. Ja. Ich wollte Hund warnen, der draußen wartet direkt. Ich hab's irgendwie geschafft, ihm zu entkommen. Aber ich wusste nicht, dass da drinnen Call of Duty mit Moggy abgeht. Vor allem, als ich den Nussknacker gesehen habe, wollte ich noch weiter reingehen. Beziehungsweise, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mich mutig gefühlt. Und das war ein Fehler. Einfach die Hälfte des Gesprächs weg gewesen, aber war ein Fehler. War ein Fehler, ja. Mehr habe ich auch nicht gehört. Let's go! Ab in das Schloss! Ja! Vielleicht finden wir ja einen Geist-Fully. Ich muss es anders sagen. Ich will Mario finden. Let's go! Yippie! Yahoo! Oh ja. Mario! It's really dark here, Mario! Versteh ich nicht. Verschlossen. Ah, fuck, jetzt schon wieder irgendwo der Nussknacker. Hallo, hier ist er hier? Nee. War keine Monster? Ich hab ne Lampe gefunden. Ich glaube da hinten. Ne, liegt. Doch, da liegt was. Matchbox. Du warst das! Wir sitzen auf einmal kauernd in der Ecke. Ne, ich da unten lagen Streichhölzer, die habe ich geholt. Ich hab keine Angst. Kontaktlinsen, verstehe. Ja. Ich höre Nussknacker. Ja, das ist ein anderes Problem. Okay. Shit, hier geht's nicht raus. Ich höre dich aber, ich weiß, wo es rausgeht. Ich weiß auch, wo es rausgeht. Ja, ich finde auch den Weg, alles gut. Da. Hier ist der Main Hall. Der Main Hall? Main Entrance wollte ich erst. Naja. Ja, wir haben Auftrag. Hey, Mogi. Hallo. Schon Geistermädchen gesehen, Fully? Heute nicht. Ich habe Käse gefunden. Fotografier den, dann kriegst du Bonuslevel. Oh, nice. Hier ist auch nichts. Jetzt ist das Zimmer, ne? Ich habe wenigstens zwei Sachen. Ich habe eine Glocke und eine Streichholzschachtel. Ich habe drei Sachen schon weggebracht. Das ist gut. Gut, gut. Ja. Wir haben definitiv Loot zu Hause. So, ich bringe jetzt was weg und danach schaue ich in den Fire Exit rein. Okay, ich bleib da ein bisschen hier und der Fully bleibt hier und spielt ein bisschen mit sich rum, habe ich gehört. Soll er das machen? Soll er das ruhig machen? Fully bleibt da und spielt noch ein bisschen mit sich rum, meinte er. Ja, Zombie wurde geholt vom Boogeyman. Ich glaube, da liegt noch Fire Exit, deswegen will ich da mal kurz reingucken. Ja, ich will auch gleich zum Fire Exit schauen. Bin dabei! Sehr gut. Und dann machen wir jetzt Zombie-Man Rescue Team. Ich meine, wir holen die Leiche, aber. Die Frage ist halt, was mit Fully? Ja, ich bin hier, hi, ich hab überlebt. Okay, wer von uns bleibt am Raumschiff, falls was schief geht? Fully. Ich kann zurückgehen. Okay, Fully. Dieser Fully. Immer am Warten.
aus irgendeinem Grund kurz am Wehstaub. Das ist so. Oh, Jesus Christ. Mir war nicht klar, dass ich auf die Weise im Kreis laufe. Also ich wurde ja reingeführt. Oder hier drüben irgendwie? Oh mein fucking Gott, da waren zwei Nussknacker, die beide mit Johnny reden. Ein Albtraum, Albtraum. In einem Raum mit zwei. Warum bist du tot? Hier, Johnny und Luke, das gibt's doch nicht! Oh nein! Oh mein Gott! Der war so ein blinder Hund, der war komplett im Schatten und auf einmal stand er direkt vor mir. So eine Scheiße! Nicht so, jetzt werde ich von einem Hund gefressen. Ich höre nur. Ich war in einem Raum mit zwei Nussknackern und die haben beide Johnny-Sprüche gegeben. Von sich gegeben. Mann, ich habe mich im Haus eigentlich ganz gut geschlagen. Ja, geh mal zum Schiff und da war sofort ein Hund, der gespawnt ist. Nice. Und ich dachte doch, ich muss jetzt vorsichtig sein für den Hund, aber. Aber es ist auch ein bisschen viele Gegner auch. Aber es ist eigentlich. Immer geduckt, nicht sagen. Ja, aber ich dachte, es geht noch nicht los. Ich dachte noch so, jetzt, ab jetzt will ich. Das war so lustig. Ich war neben dir auf der Treppe. Der Boogeyman bricht mir den Nacken, zieht mich weg. Und dann so 10 Sekunden später, du. Wo ist Tommy eigentlich hin? Nee, ich dachte mir, bist du tot? Ich muss erst mal verarbeiten, was für ein ekelhaftes Knacken war. Und es war dein Genick. Ja. Wurdest du vom Geistermädchen erwischt? Ich wurde von einem Hund gefressen auf dem Weg. Das Geistermädchen existiert nicht. Ja, voll lieber Fans. Ich hab übrigens die Maske gefunden und die heißt Comedy. Ich dachte immer, die heißt Tragedy. Es gibt zwei. Soll ich die Maske verkaufen oder lass ich die liegen hier? Die eine ist glücklich und die andere ist traurig. Ja. Die lacht. Soll ich die hier lassen? Oh, wie lacht. Ach, wir müssen jetzt verkaufen gehen, ne? Ja. Ich denke, wenn man die aufsetzt, stirbt man so oder so. Also. Ja, dann verkaufe ich die. Ja. Bringt die denn Schotter? Alter, wie viel Boden habt ihr denn hier gefunden? Ah, die Tür auf, ich will raus! Ey, ich will raus! Ganz schön laut heute Nacht. Ich fühle mich. Hey, Boggy, los geht's! Hä? Du hast dir wirklich Streichhölzer gefunden! Das war gar nicht mein Witz! Oh mein Gott. Dachtest du, ich hab mich nur rausgeredet? Wegen den Bohnen. Telefon. Mann! Oh. Ja, das kann manchmal voll sein, die Ablage. Ja, es war voll. Ja. Ja, nee, ich wollte nur schauen, ob noch was. Boah, der Johnny, Alter, mit seiner Lupe, ne? Ich guck mir das ganz genau an. Hä, ich kann es immer noch nicht abnehmen. Your work keeps the company happy. Boah, war das viel Geld. Die Lampen sind ja krass. Ja, die Lampen bringen jeweils 130. Ich glaube, das Bild war auch viel wert. Klingelt? Oh. Ich glaube nicht. Mario. Na komm schon. Ich kann auch, Maeve. Oh mein Gott, wie gut! Das zeigst du einfach nur drauf. Das willst du mir genau zeigen, Sophie. Fahren bitte! Alles gut, war ja nicht mal knapp. War ja noch nicht mal knapp. Oh, dickes Geld! Moneten! Da kann man schon ein paar Sachen mitkaufen. Ich mag einen Beten. Was kaufen. Ich kaufe die mal hier, weil hier vergeht keine Zeit. Wenn Maeve jetzt gleich wieder sagt, ich habe 40 Taschenlampen bestellt. Nein, ich kaufe jetzt erstmal eine Schaufel. aber hat er den falschen vorgemacht? Guck mal, wie viele wir noch haben. Ja, wir haben nicht mehr viele übrig. Ja. Ich bin noch nie gestorben. Oh mein Gott. Ich auch wirklich? Nicht.
Ja, du bist gerade eben gestorben. Wie hab ich das für eine Sekunde geglaubt? Ich stand neben dir, als du gestorben bist. Zombie ist vorhin auch gestorben, Moment. Ich trau's dir halt so die ganze Zeit. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Einkaufen. Was ist deine Lampe? Ich weiß nicht, ob wir das in den... Wo lag die denn? War die im Schrank? Oh, hier ist noch eine Lampe. Kann man die beim nächsten Mal verkaufen? Nee, der braucht auch die Idee. Danke, Mogi. So. Ich hätte keine Ahnung. Doch, doch. Die Deadline ist ja 0 Tage. Doch. Irgendwie. I guess. Was ist nicht gut? Jetzt noch was zu verkaufen, aber passt. Das sieht echt gut aus. Ei, ei, ei. Haben wir nur eine Schaufel gekauft? Tschüss. Ja, soll ich noch eine kaufen? Ich dachte, du hast für jeden eine gekauft. Nee, ich habe nur eine gekauft. Oh. Ich kaufe was Wichtiges, ja? Ja, kaufen was Wichtiges. Tut mir leid. Ah, nee. War das nicht letztes? War das mal noch? Oh shit. Ich wünsch, die Wette den Kürbis nicht gekauft. Oh mein Gott. Ich auch. Der ist wichtig. Was ist denn hier im Angebot? Extension Ladder. Möchtest du eine Leiter haben? Meint ihr, wir können den Kürbis kochen, je öfter wir draufhauen? Nee. Also ich kenne jemanden, der könnte vielleicht eine kleine Leiter gebrauchen, um oben an die Lampe auf dem Schrank zu kommen. Das ist wahr, ja. Ist die Lampe leider weg? Ist sie weg? Ich habe noch eine Leiter und ein paar Walkie-Talkies gekauft, jetzt haben wir noch genug Geld für einen dicken Planeten. Nochmal. Boah, jetzt so ein richtig dicker Planet, das wär's so. Machen wir den in der Folge noch oder in der nächsten? Nee, nicht mehr in der. Okay. Dann wir holen noch Dinge, was natürlich der spaßigste Teil ist. Ich glaube, wir brauchen schon eine Farbfeder, oder? Warte, du musst noch Stuff holen. Könnte ich schon machen. Boah, vier! Ich hab 5 Walkie-Talkies dabei, ich bin ein richtiges Kommando. Gar nichts. Vielleicht hätte ich mehr aufheben sollen. Ja, okay, ich hab gar nichts dabei. Ja, ich auch nicht. Ich hab 2 Walkie-Talkies dabei. Ich hab ein Walkie-Talkie in meiner Tasche. Ja, ich auch. Ich hab nur mein eigenes Stuff. Die ganze Welt dreht sich um mich. Okay. Ich bin nur ein Egoist. Du hast dich hier ein bisschen eingerichtet. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Boah, ich bin nett, ne? Au! Ich bin tot! Alter! Du hast mich fast getötet! Holy shit! Sagt er, während er weggeht.